Herzlich willkommen zum zweiten Video dieses Lernzyklus zum Thema Oberfläche einer Kugel. Im ersten Video haben wir uns den Fußball etwas näher angeschaut und Eigenschaften seiner Oberfläche behandelt. Wir haben auch die Flächeninhaltsformel für regelmäßige 5- und 6-Ecke angesehen und auch die des Kreises besprochen. Wir werden all diese Flächeninhaltsformeln in diesem Video brauchen. Und falls du sie noch weißt, dann schreib sie doch auf einen Zettel auf, bevor wir weitermachen. In diesem Video wollen wir die Formel der Kugeloberfläche herleiten. Dabei gehen wir schrittweise vor. Im ersten Schritt werden wir die Oberfläche des Fußballs berechnen. Das können wir ja jetzt, da wir die Flächeninhalte von regelmäßigen 5 und 6 Ecken berechnen können. Und nachdem die Fußballoberfläche aus diesen 5 und 6 Ecken zusammengesetzt ist, können wir seine Oberfläche annähernd ermitteln. Im zweiten Schritt werden wir dann die Querschnittsfläche des Fußballs berechnen. Das ist dieser rote Kreis, der entsteht, wenn man den Fußball in der Mitte zersägt. Sein Radius ist gleich dem Kugelradius. Und schließlich werden wir im letzten Schritt mit der Oberfläche des Fußballs und der Querschnittsfläche die bekannte Formel der Kugeloberfläche herleiten. Beginnen wir mit dem ersten Schritt und berechnen die Oberfläche des Fußballs. Dazu habe ich für dich schon die Seite dieser regelmäßigen 5- und 6-Ecke abgemessen und wir sehen, eine Seite ist ungefähr 4,5 cm lang. Um dir etwas Arbeit zu ersparen, habe ich für dich das regelmäßige 5-Eck und 6-Eck schon eingezeichnet. Beide haben eine Seite von 4,5 cm und ich habe auch schon die jeweiligen Dreiecke eingezeichnet. Die Höhe des Dreiecks im Fünfeck, also H1, beträgt 3,1 cm und die Höhe des Dreiecks im Sechseck, also H2, beträgt 3,9 cm. Drücke jetzt kurz auf Stopp und versuche mit Hilfe der Formel, die wir im Intro-Video schon erarbeitet haben, den Flächeninhalt des Fünfecks und des Sechsecks zu berechnen. Um den Flächeninhalt des Fünfecks zu berechnen, rechnen wir 5 mal die Fläche dieses Dreiecks, also a mal h1 halbe. In unserem Fall ist das 4,5 mal 3,1 halbe und wir erhalten einen Flächeninhalt von ungefähr 34,84 Quadratzentimetern. Ähnlich gehen wir beim Sechseck vor. Hier rechnen wir 6 mal die Fläche dieses Dreiecks, also a mal h2 halbe. Hier können wir schön kürzen und dann rechnen wir 3 mal 4,5 mal 3,9. Und wir sollten einen Flächeninhalt von ungefähr 52,61 Quadratzentimeter erhalten. Erinnere dich, die Oberfläche des Fußballs setzt sich aus 12 solcher Fünfecke und 20 solcher Sechsecke zusammen. Pausiere auch jetzt das Video und versuche die gesamte Oberfläche des Fußballs zu berechnen. Wenn wir die gesamte Fußballoberfläche berechnen wollen, dann rechnen wir 12 mal die Fläche des Fünfecks, also 34,84, und addieren dazu 20 mal die Fläche des Sechsecks, also 52,61, und wir sollten eine Oberfläche bekommen von ungefähr 1470,28 Quadratzentimeter. Im zweiten Schritt wollen wir den Flächeninhalt dieser rot eingefärbten Querschnittsfläche berechnen. Das ist also jener Kreis, dessen Radius gleich dem Kugelradius entspricht. Um die Fläche berechnen zu können, müssen wir natürlich diesen Radius ermitteln. Die einfachste Methode, um den Radius des Fußballs zu ermitteln, besteht darin, den Umfang abzumessen und dann den Radius daraus zu berechnen. Ich habe hier schon für dich den Umfang des Fußballs abgemessen und du siehst, der Fußball hat einen Umfang von 68 cm. Versuche nun selbst, den Radius mit Hilfe des Umfangs zu ermitteln. Um den Radius zu berechnen, schreiben wir zunächst die Umfangsformel des Kreises auf. Den Umfang kennen wir schon, der ist 68, das können wir schon einsetzen in unsere Formel. Und jetzt können wir beide Seiten durch 2π dividieren.
Dann haben wir auf der linken Seite 68 dividiert durch 2 Pi. Und auf der rechten Seite steht nur noch R. Wenn wir das im Taschenrechner eingeben, bekommen wir ungefähr 10,82 für unseren Radius. Mit dem Radius können wir jetzt auch die Querschnittsfläche berechnen. Wir schreiben, die Fläche ist gleich R² mal Pi, das ist der Flächeninhalt des Kreises, und können für den Radius einsetzen. Der ist nämlich 10,82 zum Quadrat mal Pi. Und wenn wir das im Taschenrechner eingeben, erhalten wir eine Fläche von 367,97 Quadratzentimeter. Jetzt kennen wir also den Oberflächeninhalt des Fußballs und wir kennen auch die Querschnittsfläche. Wir haben die jetzt ungefähr berechnet. Ich habe sie hier noch einmal aufgeschrieben. Versuchen uns selbst das Verhältnis zwischen O, also der Fußballoberfläche, und A, also der Querschnittsfläche, zu ermitteln. In anderen Worten, wie oft ist die Querschnittsfläche A ungefähr in der Fußballoberfläche O enthalten? Du kannst das Ergebnis auch runden. Du wirst wahrscheinlich erkannt haben, dass die Oberfläche des Fußballs ungefähr viermal so groß ist wie die Querschnittsfläche A. Wir können das auch ganz allgemein formulieren. Das heißt, wir können statt den Zahlen unsere Buchstaben einsetzen. Und wir schreiben daher, O ist gleich 4 mal A. Ich habe jetzt bewusst ist gleich geschrieben, da man mit verschiedenen Methoden zeigen kann, dass die Oberfläche genau viermal so groß ist wie die Querschnittsfläche. Diese Methoden wirst du wahrscheinlich in der Oberstufe noch kennenlernen. Wir können diese Querschnittsfläche jetzt noch einmal allgemein aufschreiben. Die haben wir nämlich berechnet, indem wir R² mal Pi gerechnet haben. Und so bekommen wir unsere Oberflächeninhaltsformel für die Kugel. Die lautet nämlich, die Oberfläche ist gleich 4 mal R² mal Pi. Du kennst jetzt also die Formel zur Kugeloberfläche. Im nächsten Video, dem Mastery-Video, werden wir uns Beispiele ansehen, wo wir diese Formel verwenden werden. Und ich freue mich, dich wieder im nächsten und letzten Video unseres Lernzyklus begrüßen zu dürfen.